Flügel und Pianos, die zu den besten auf der Welt gehören. Artikel, die jahrhundertealte Kunst wieder zum Strahlen bringen. Anlagen, die wertvolle Rohstoffe aus Sondermüll gewinnen. Und Rettungssender, die auf den Weltmeeren Leben retten. So unterschiedlich diese Produkte sind, sie alle haben etwas gemeinsam. Sie kommen aus Bayern, aus kleinen Unternehmen, sie gehören zu den Besten der Welt und sie haben sich den Exportpreis Bayerns 2018 verdient. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lobte bei der Preisverleihung das Engagement und die Kreativität der Unternehmen. Dieser Exportpreis zeigt, dass der Mittelstand eine sehr wichtige Stütze des Außenhandels ist und dass hier durchaus noch Luft nach oben ist und dass man nicht groß sein muss, um Erfolge zu erzielen. Deshalb ist dieser Preis sehr wichtig. In der Kategorie Industrie geht der Exportpreis an WeatherDog aus Nürnberg. Die Franken stellen handliche Rettungssender her, die digitale Ortungssignale auf internationalen UKW-Frequenzen übertragen. So können sogar kleinste Fischerboote geortet werden. Die Exportquote liegt bei 80%. Die Firma Defner und Johann aus dem unterfränkischen Rötlein bekommt den Exportpreis in der Kategorie Handel. Die Firma gibt es seit 1880. Sie bietet seit jeher Artikel zur Denkmalpflege sowie zur Restaurierung und Konservierung an. So zum Beispiel Pigmente, UV-Geräte, Reinigungsmittel oder Verpackungsmaterial. Die Exportquote liegt bei 43%. Die Artikel werden in über 50 Länder vertrieben. Lob in höchsten Tönen gab es auch für den Sieger in der Kategorie Handwerk. Der Exportpreis geht hier an Steingräber und Söhne aus Bayreuth, die zu den besten Klavier- und Flügelbauern der Welt gehören. Die Firma wird inzwischen in der 7. Generation betrieben. Den After-Sales-Service gibt es auch für Instrumente, die vor über 100 Jahren geliefert wurden. Die Firma ist außerdem die einzige auf der Welt, die auch Kohlefaser-Resonanzböden verarbeitet. Besonders geeignet für Klaviere, die in den Tropen oder im Wüstenklima zum Einsatz kommen. In der Kategorie Dienstleistung zeichnete Wirtschaftsminister Aiwanger Econ Industries aus Starnberg aus. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, wertvolle Rohstoffe aus gefährlichen Industrieabfällen und kontaminierten Böden zurückzugewinnen. Zu den Kunden gehört die Öl-, Gas-, Chemie- und Metallindustrie. Econ Industries liefert schlüsselfertige Anlagen in über 30 Länder der Welt. Die Exportquote liegt bei 100%. Das sind alles sehr hochinnovative Unternehmen gewesen. Und das ist das eigentlich Spannende, dass also mit diesem Mut zu Erfindungen, zu Innovation Auslandsmärkte beschritten werden. Das ist dann, wenn man dort Erfolg hat, auch kein Zufall, sondern das ist die Folge von cleverer Planung und Unternehmergeist. Und auch im nächsten Jahr werden wieder die besten Exportstrategien belohnt. Ab Frühjahr 2019 können sich kleine und mittlere Firmen um den Exportpreis bewerben. Dann wird es auch eine neue fünfte Kategorie geben, die vor allem für Lebensmittelspezialisten interessant sein wird. Genussland. Der Exportpreis wurde in diesem Jahr zum 12. Mal verliehen. Ausrichter des Wettbewerbs sind das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, die Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Handwerkskammern, der Bayerische Industrie- und Handelskammertag und Bayern International.